Hi, willkommen zum Vlog, meine Freunde. Heute ist der 25. Dezember 2022 in Japan. Wir werden noch ein paar Scheine abklappern und ein paar Unterschriften holen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, hier ist gar keine Menschenseele weit und breit gefühlt. Wir laufen hier rum. Oh nein, da sind sogar. Da ist sogar ein Mensch. Wir sehen uns gleich. Hier im Gebäude von Shibuya Sky. Wir fahren jetzt hier hoch. Auf jeden Fall die Aussicht von hier sieht auf Tokio richtig, richtig krass aus. Da ist die Kreuzung. Das Ding ist, die Sonne knallt gegen mein Gesicht. Das nervt schon ein bisschen. Gibt es einen anderen Platz? Ich weiß nicht, aber eine gute Aussicht habe ich. Ihr habt ja vorhin gesehen, wir haben einfach geheiratet. Also der eine hat einen Antrag gemacht, sie hat es angenommen, alle waren glücklich. Gerade so haben wir es noch gesehen, weil da ein lautes Geräusch war, so einen auf Jubeln und so. Deswegen haben wir es noch mitbekommen. Glückwunsch an die beiden. Das war's auch mit Shibuya Sky. Es war etwas, was ich eigentlich schon immer machen wollte in Tokio. Das habe ich diesmal gemacht. Bis zur Nacht hier geblieben. Also wir mussten ja 13.40 Uhr hier sein. Und sind jetzt bis 17 Uhr oder bis 18 Uhr hier geblieben. Wir chillen hier und gehen hier direkt gleich wieder runter. Mission des Lebens in Tokio erreicht. Thank you.
ich war hier gerade so auf Toilette in der U-Bahn und ich habe auch gesehen, auf dem Notfallknopf gedrückt und jetzt piept es die ganze Zeit und da ist gerade so ein Mitarbeiter reingelaufen, die verschwinden. Das war aus Versehen, ich dachte, es wäre zum Abspülen, aber hat so einen Alarm ausgelöst. Wir sind nach Hause gegangen, ich habe hier meine ganzen Snacks und meine ganzen Freunde. Ich hatte schon so 60 Euro verballert, nur heute, nur der heutige Einkauf. Bin ich ein guter Freund, sei ehrlich. Egal, wir gehen jetzt nochmal essen und bereiten uns auf morgen vor, denn morgen geht's nach Vietnam. Für mich endet die Reise heute. Komm, bleib hier noch eine Woche alleine. Wie er klarkommt, ist mir auch egal. Spaß. Okay, mal schauen, was wir jetzt als nächstes machen.